Hallo YouTube, heute ist Waschtag. Genau, gestern waren wir Das haben wir noch, genau, haben wir noch gar nicht erzählt. Hutas. Hutas. Zwei Daumen hoch, Hutas. Oh, vier. Eins, zwei, drei und der vierte auch. Ja, und ich bin jetzt krank, weil es gestern geregnet hat. Ja. Und bei Hutas. Hutas, wir hatten eine total nette Bedienung, die hieß Nicole. Ja, oh ja, die war super nett. Und die sah total gut aus. Und ja, die hübsch. Hat uns auf dem Kassenbaum ein Smiley drauf gemacht und ein Herz und hat Danke geschrieben. Ja. Ich mach das jetzt mal an, ja, weil ich nicht weiß, wie viel Akku ich noch habe. Also heute ist Waschtag. Ich habe weiß und bunt Wäsche. Ich bin mutig und pack bunt und weiß Wäsche einfach mal zusammen, aber wir nehmen auch jetzt nichts anderes. Nehmen ein Farbschutztuch dazu. Ja, und links im Bild seht ihr Pupsi und rechts das ist Schweinchen. Und das auch ist wenn ein Schweinchen aussieht wie ein Hund. Nein, das ist ein Schweinchen. Und Pupsi habe ich vor Jahren für 20 Pfennig, das war damals die Währung. Für die, die sich nicht mehr erinnern oder es nie kennengelernt haben. Genau. Solche gibt es ja auch, ja. Oder? Habe ich den auf dem Flohmarkt mal gekauft. Und Schweinchen, den habe ich, glaube ich, mal in Gelsenkirchen bei Kaufland oder so. Ah! Mein Herz blutet gerade. Jetzt sind sie weg. Da sind sie. Wie ihr sehen könnt, ich habe ein Bettlaken, ein gelbes, ein neues, habe ich vom Flohmarkt, also vom Linksmarkt. Dann ist da meine Cinemax-Shirts sind da drin. Ich arbeite im Cinemax. Komme! Vorne seht ihr auch ein bisschen Unterwäsche von mir, also ihr habt heute das volle Programm. Genau. Die sind ja jetzt so ein bisschen gleich nicht mehr richtig zu sehen, ne? Was schade ist. Ich kann ja mal ranzoomen. Aber vielleicht wirbeln die nachher nach vorne. Witzig wäre auch der Versuch gewesen, was Rotes beizupacken. Und dann mal gucken, ob Schweinchen dann auch Weißes. Ich glaube, Schweinchen gefällt es nicht. Guck mal, wie der kommt! Oh, hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Was können wir noch reden? Wir werden jetzt auf jeden Fall guter Stammgast. Ja, weil das ist ja auch lecker da. Der Burger war gut. Und da gibt es so gekringelte Pommes. Curly Fries heißen die. Auch lecker. Ja. Weil ein bisschen krosser hätten sie sein können. Und länger warm. Ja, die waren schnell kalt, aber waren halt curly. Aber ich glaube, das ist normal. Ja, weil der so viel Angriffsfläche hat, so ein curly. Ja. Ja, was haben wir noch gemacht? Oh, Michael Jackson bekommt ein Musical, also es war vorher auch schon. Jetzt wird er natürlich noch ein bisschen mehr gepusht. Eintrittspreise liegen ab 67 Euro. In Köln. In Köln. Da am Hauptbahnhof. Genau, weil Spamalot macht vorzeitig deswegen auch Schluss. Genau. Und, und danach kommt dann Hairspray. Genau. Komplett auf Englisch. Wahrscheinlich. Ich hoffe es. Ja, also auch mit englischen Dialogen. Ja. Das bedeutet aber, dass es nicht lange laufen wird, weil es sich viele nicht anschauen werden. Ach, die sollen sich alle einen Langscheid kaufen, das ist okay. Das ist ja auch verständlich, Hairspray. So anspruchsvoll ist es ja auch nicht. Okay. Oder ich sehe. Pupsi. Pupsi. Kurz Zoom auf Pupsi. Ob YouTube jetzt denkt, also die Zuschauer, dass sie jetzt total abgefügt hier sind? Ich weiß es nicht. Da kann man es erkennen, Cinemax. Max. Schweinchen. Schweinchen hat sich weggedreht. Schweinchen sieht auch immer noch ein bisschen gelblich aus. Ob der jemals richtig sauber wird? Hätten das, vielleicht hätten wir Schweinchen mit richtigen Vollwaschmittel machen müssen, mit so Bleich hier drin. Das müssen wir vielleicht dann nochmal anprobieren. Ja. Beim nächsten Mal. Oder er wird jetzt orange. Durch die. Weil er liegt ja direkt. Ja. Oh, gestern hatten wir noch kurz im Fernsehen Creepsville. Eine Creepshow. Eine Creepshow. Was ich will? Nee. Toller Film. Da geht es darum, dass Geschichten aus einem Horrorcomic echt werden. War interessant. War mit Leslie Nielsen. Genau. In einer Episode, weil es waren viele kleine Episoden. Aber die war gar nicht so gut mit Leslie Nielsen. Die davor mit diesen Grasmenschen, die war gut, aber die haben wir nur noch
das Ende gesehen. Das gesehen. Aber heute Nacht wird es wiederholt. Ja? Ich glaube, ich gucke mir das an. Wann wird es wiederholt? Heute Nacht irgendwann. Also wir wollen auf Hostel gucken heute. Ja, bis dahin haben wir da Hostel vor. Oh, schaut, ich habe bei Calvin Klein eingekauft. Ah, jetzt seht ihr es nicht mehr. Da in Düsseldorf bei Calvin Klein haben sie nämlich im Moment viel reduziert. Wenn man sich ja so keine Sachen von Calvin Klein kauft, leisten kann, dann kauft man sich nicht. Ja, ich kann mir das nicht leisten. Das, die Unterbox hat jetzt statt 23 Euro 12 Euro oder was gekostet. Oder 11,90 Euro. Und das finde ich okay, weil ich schon für nicht so tolle Marken mehr Geld ausgegeben habe. Und für Calvin Klein finde ich das in Ordnung. Da gab es auch eine schöne Hose, die passte aber nicht. War ein bisschen traurig drüber. Ja. Was steht jetzt noch so in Planung? Morgen treffe ich mich mit Freunden. Am Freitag geht's nicht zur Trashpop-Party, sondern auf einen Geburtstag. Zur Trashpop-Party müssen wir wenigstens mal einen Aufruf starten, wenn das zunächst mal ist. Das wird immer voll. Also da braucht man keinen Aufruf starten. Das ist immer mega voll. Nee, aber dass sich da Leute melden, mit denen wir dann da hingehen. Ach so. Guck mal hier, die ja, die fressen die Tiere jetzt auch. Ja. Das ist ja natürlich jetzt blöd. Und dann Samstag Flohmarkt und irgendwann gucken wir nach Bruno. Genau. Bruno. Freue mich drauf. Ja. Samstag muss ich auch arbeiten. Wenn ihr mich sehen wollt auf der Arbeit, ich bin Samstag da. Von 19 bis 2. Jetzt ist natürlich die Frage. Wollen wir das hochladen? Ja, das geht schon. Schaffen wir das Samstag, ne? Aber wenn das jetzt irgendwie so Massenmörder gerade sieht. Ich bin dann auf Arbeit. Ja, danach? Im Parkhaus? Stimmt. Da erzähle ich lieber auch nicht, dass ich Sonntag auch arbeiten muss, ne? Ja. Von 13 bis 21 Uhr. Nee, sag das mal lieber nicht. Da bin ich in der Gastro am Sonntag. Da kann ich euch Popcorn verkaufen. Und am Samstag reiße ich eure Karten ab. Oh, wir hatten übrigens einen tollen Kanalkommentar von irgendjemandem. Zwei Schwuchteln machen noch keinen Sommer. Echt? Ja, total witzig. Wie nett. Ja. Lieben Gruß an dieser Stelle. Wenn man schon was zitieren will, dann sollte man das richtig machen. Ja. Aber bei manchen ist der IQ so niedrig. Ich glaube, das Bett lang war keine gute Idee. Nicht hier für diese Videoaufnahme gerade. Nee. Aber man muss das, das ist immer, das ist normal, ne? Dass es so auffrisst. Ja, sicher. Kann ich das wenigstens vielleicht gut zum Aufhängen tragen. Im Bettlaken. Ja, wie langweilen euch übrigens? Gerade seit 8 Minuten? Jetzt kriegen wir noch die 10 Minuten voll, da bin ich total schmerzfrei. Ja. Scheint auch so ein bisschen durch. Bei Hooters übrigens habt ihr jetzt nicht so die Mega-Auswahl an Essen. Das stimmt. Aber die reicht vollkommen. Absolut. Wenn man Burger mag. Wenn man Burger und Chicken mag. Ja. Und da gibt es auch das leckere Ben & Jerry's Eis. Für 3,20 Euro. Das 30 Euro viel. Mehr als 30 Euro mehr, 30 Cent mehr als 3 Americans. Haben wir über American Essen eigentlich noch Dumme? Machen wir das jetzt? Machen wir ein extra Video? Nein. Wir waren noch bei American Essen. In der Hesslerstraße in Essen. Super. Super lecker. Die sind da total freundlich. Ja. Und sind auch total flux und. Wenn ihr eine Vorspeise habt, bekommt ihr das in einem total coolen Teil so serviert, wie so ein im Lagerfeuer. Genau. So als ob man im Wilden Westen ist. Voll lecker. Ja. Und bleibt heiß. Ja, und wir werden jetzt demnächst irgendwann mal donnerstags hingehen, weil donnerstags ist Pizza-Pasta-Fiesta. Genau, für 4 Personen. 4 Personen, da kriegt ihr ein Blech mit Pizza und eine Schale Pasta mit 2 Soßen nach Wahl. Und 4 Getränke für 22,95 Euro oder so. Und das werden wir demnächst auf jeden Fall mal machen. Voranmeldung würde ich sagen, ist da glaube ich sinnvoll. Ja, und es gibt dort auch Hähnchen auf der Dose, ja. Was ich irgendwann glaube ich mal essen werde. Was ich sehr skurril fand, weil die haben überall geschrieben, dass die Bierdosen benutzen. Aber jetzt haben wir gesehen, dass die Dr. Pepper haben. Genau. Was ekelhaft ist. Dr. Pepper ist das allerletzte. No, sag das nicht. Ich finde das total ekelhaft. Ob die sich da wieder raus befreien, die ganze Kleidungsstücke? Schweinchen wird gleich kämpfen.
Der wird sich dann durchfressen. Das so. Genau, das wäre so witzig. Jetzt haben wir 10 Minuten voll. Ja, dann mal stopp, weil... Also jetzt, ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss.